Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Ja, nicht mal am Montag, sondern am Dienstag. Die Montagssendung heute am Dienstag, denn gestern war ja noch Feiertag gewesen und da haben wir uns das mal geschenkt. Denn wir wollen ja auch mal Feiertag haben. Pfingsten 2019 ist nun Geschichte. Nächsten Feiertage warten wir ab. In gut anderthalb Wochen sind schon Sommerferien. Dann ist endlich, oder im Moment sind auch endlich die Feuer wieder aus. Hat ein bisschen geregnet und gewittert. So doll war es nicht, fand ich jedenfalls. Woanders kam ja wohl richtig böse was runter. Da sind wir doch verschont worden von. Jedenfalls haben wir momentan keine Waldbrände und hoffen mal, dass es so bleibt. Das heißt allerdings nicht, dass die Brandgefahr geringer wird, wenn es nicht baldigst ein bisschen mehr regnet und ein bisschen mehr als ein paar Hosenknöpfe, dann sieht es hier doch in den Wäldern immer ein bisschen schwierig aus. Jo, was hat man denn so im Pfingstwochenende? Außer, dass viele Leute unterwegs waren, im Urlaub waren, sich erholt haben. Ich war auch noch mal ein bisschen am Wasser, am Havelmeer. Aber vorher war ich natürlich noch am Samstag bei der besondere Abend, denn Fußball war ja diesmal nicht. Da konnte Edda mit dem besonderen Abend richtig voll durchstarten. Ja, so heimlich wurde ja vermutet, dass Pfingstsamstag nicht so viel los ist, weil die Leute alle im Urlaub sind. Aber es kommt so wie so oft. Es kommt immer anders als gedacht. Es war brechenvoll in der Mensa, im Saal. Es mussten sogar einige Leute wieder nach Hause gehen, weil keine Plätze waren. Einige haben die über 2 Stunden dort fleißig gestanden, haben sich das angetan, was dort zu sehen war. Ja, Lulu Reinhardt, Julia Lonskaya und Daniel Stelter haben sich die Ehre gegeben und den Kunstliebhabern ein Konzert, und zwar ein richtig schönes Gitarrenkonzert. Es ging so, glaube ich, so bis 21:30, möchte ich sagen, eigentlich. War richtig lange gewesen und war richtig gut gewesen. Trotz der Temperaturen haben es alle ausgehalten. Matze hatte sich ja abgesetzt aus Borgheide, hatte sich verdient in Pfingstkurzurlaub, ist er in Pfingsturlaub gefahren. Und so habe ich für euch ein paar Fotoimpressionen und ein paar Videoschnipsel von dem Event eingefangen. Und wie das da so aussah, seht ihr jetzt hier. Aber mein Konzept habe ich total vergessen. Ich bin froh, dass Lulu Reinhardt, Julia Lonskaya und Daniel Stelter hier sind. Ich finde es großartig, dass sie in unser kleines Kaff kommen. Ein paar Honorare, ach nein, Honorationen da, den Amtsdirektor, unseren Amtsdirektor aus Brück, Herrn Köhler, den von Bad Belzig, die Rockmusik lieben, Keimzeit, ja. Herr Hämmerling, Amtsdirektor von Amt Niemeck. Noch mehr Honorationen da, aber ihr seid alle Honorationen, wunderbar, und ich wünsche Ihnen einfach jetzt viel Spaß. Ja. Thank you.
Ja, das war eine tolle Veranstaltung, wie schon gesagt. Mal sehen, was als nächstes kommt. Edda wird uns informieren und vielen Dank, Edda, für diese super tolle Veranstaltung. Natürlich auch vielen, vielen Dank an Julia Lornskaya, Ludo Reinhardt und Daniel Stelter. Ihr seid wie immer top. So, dann gab es noch eine Veranstaltung und zwar am Herrentag. Das habe ich euch natürlich noch vorenthalten gehabt. Das ist mir beim letzten Mal so voll durch die Lappen gegangen. Die Königin war nämlich in Borgheide gewesen. Ja, welche Königin? Die Spargelkönigin. Und die hat im Gefolge ein paar tanzende Spargeldamen gehabt und die waren im Hotel Fliegerheim. Und was die dort getanzt haben, seht ihr hier. Veronika, der längst ist da, die Mädchen singen tralala. Komm, Kalinigen, komm, Kalinigen, komm, wir wollen nach Bangkok gehen, da ist es wunderschön, ja. Komm, Kalinigen, komm, Kalinigen, komm, das ist uns heute frei, da sind alle so herzlich ein. Bei Musi und bei Dalysen wollen wir heute fröhlich sein. Ja. Hübsches Mädchen, ne? Die Spargelkönigin. Kein Wunder, dass die Chefs vom Fliegerheim sich mit ihr extra haben ablichten lassen. So, dann gibt's noch eine, ja, eigentlich nicht so gute Nachricht, und zwar Elaine. Ja, Elaine ist ein 5-jähriges Mädchen hier aus Borgheide und die sucht dringend einen Stammzellenspender. Elaine wurde am 22.07.17 im Alter von 3 Jahren mit ALL, akute lymphatische Leukämie, diagnostiziert. Im Dezember kam sie in die Hochrisikogruppe, da die erste Chemo nicht gut genug wirkte. Im Januar 2019 hatte sie dann endlich ihre Chemo geschafft und die Erhaltungstherapie begonnen, doch kehrte der Krebs schneller als erwartet zurück. Seit dem 2.5. ist Elaine nun erneut im Krankenhaus und erhält eine intensive Chemotherapie in Vorbereitung auf eine Stammzellentransplantation, die nun ihre einzige Hoffnung ist. Da sie bei einem ihrer letzten Krankenhausaufenthalte einen resistenten Keim bekommen hat, muss sie in der Kinderonkologie in einem Isolierzimmer alleine wohnen. Das heißt für Elaine, sie darf das Zimmer nicht verlassen, um zum Beispiel Spielkontakt im Spielzimmer mit anderen Kindern zu haben. Elaine ist ein fröhliches Mädchen, das gerne lacht. Erhalten wir das Lachen, lasst euch typisieren. Wann? Am 22.06. von 11 bis 16 Uhr beim 1. FFC Turbine Potsdam, Olympischer Weg 3A 14471 Potsdam. 5 Jahre alt und hängt schon am seidenen Faden. Also, Leute, typisieren lassen, tut nicht weh, wird nur aus dem Mund eine Probe genommen. Und wenn ihr dann der richtige Partner seid, könnt ihr das Leben von Elaine retten. So, dann kommen wir noch kurz zum Sport. Eine Nachricht hat uns erreicht, und zwar die Turnhalle ist von Freitag, den 7.6. bis einschließlich Montag, den 5.8. für alle außerschulischen Veranstaltungen gesperrt. Also wer da normalerweise dorthin geht und sportliche Übungen und dergleichen macht, bitte informiert euch gegenseitig. Und weil wir gerade beim Sperren sind, auch das Waldbad ist am Mittwoch, dem 12.6., also morgen von 8 bis 12 Uhr wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Einlass ist allerdings von 7 bis 7.30 Uhr für die Frühschwimmer noch. Und ab 12 geht es dann normal weiter. Und warum man fragt, warum dort gesperrt ist und wir nicht dort weiter baden können, wenn gereinigt wird. Es wird dort mit elektrischen Geräten gereinigt und da kann man halt nicht sich im Wasser aufhalten. So, die nächste Info noch, die letzte, und zwar der vorletzte Fußballmatch vom BSV 90 findet am Sonntag, dem 16.06. um 15 Uhr auf dem heimischen Sportplatz gegen den SV Kloster Lenin 2 statt. Drücken wir die Daumen für einen weiteren Sieg. 2 Spiele sind ja nur noch zu spielen und die müssen mindestens unentschieden gespielt werden, wenn nicht sogar gewonnen. Dann hat es unsere Mannschaft geschafft, in der Rückrundensaison ohne ein Spiel zu verlieren, die Rückrunde zu absolvieren. So, Matze, was ist nun los mit deinem Wetter? Wie lange dauert das bei dir eigentlich immer? Bitte. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, Lutze, du willst immer Wetter haben, was zahlst du denn mal dafür? Sag mal, na?
Nicht? Na gut, mach ich's halt so. Gewitter letzte Nacht war ganz ordentlich, ist zum Glück aber, wie man hier sieht, an uns etwas vorbeigezogen Richtung Wehlitz rüber, wobei es 0.30 Uhr nochmal ganz schön laut gerumpelt hat, aber zum Glück hier keine Schäden, so soll es sein. Gewitter können natürlich jederzeit wiederkommen, auch die nächsten Tage, Nächte, vor allem in den Nächten, wenn sich dann der Hitzestau dann abarbeitet und das Gewitter hier rüberzieht. Ansonsten habe ich mal geguckt, die Woche, wie das Wetter auf Helgoland war. Dort waren schlanke 17, 18 Grad, nicht sehr angenehm, aber interessante Insel, kann man sich mal angucken. Wetter konnte ich dort nicht drehen, weil es hat so gewindet und gestürmt mit 100 km/h wahrscheinlich, das hätte auch mein Windpuschel an der Kamera nicht ausgehalten. Jo, und warum es so warm ist, sieht man übrigens auch hier, weil dort hat nämlich der Drache Fangdorn für das gute Wetter gesorgt. Der macht es nämlich so richtig heiß, wie man hier sehen kann. Er gibt da ordentlich Gas und zieht da seine Bahnen. Deswegen ist es scheinbar auch etwas wärmer als normal. Kleiner Spaß. Die kommende Woche wird natürlich so bleiben erstmal. Wettertechnisch bewegen wir uns im Sommertagsbereich über 25 Grad bis hin zu 30 Grad möglich. Ja, wie gesagt, Gewitter jederzeit können sie abends entstehen oder wann Gewitterzellen entstehen, ist auch nicht vorhersagbar. Und am Wochenende, nach dem Wochenende, könnte es eventuell ein bisschen frischer werden. Werden wir sehen, ob es wirklich dazu kommt. Mehr habe ich nicht. Kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Matze, hast du dir so gedacht von wegen Geld? Ja, mit Geld wirst du nie glücklich werden, aber Wetter kannst du gut ansagen, das machst du immer toll. Ja, das war's dann wieder für heute hier bei Brockheide News TV. Wir schwitzen noch fröhlich ein bisschen weiter. Ich werde mich nochmal unter die Gartendusche stellen. Euch allen eine schöne kurze Woche. Wir sehen uns wieder am Montag. Bis dahin, hier wie immer bei Brockheide News TV, euer Lutze und tschüss.